Hey und was geht? Ich bin's mal wieder, euer Reborn XHD. Willkommen zu einem neuen Player-Review hier bei mir auf dem Kanal. Lange habt ihr mich nicht gehört, jetzt möchte ich mich mal wieder melden hiermit. Und zwar geht es heute um Sané Tots. Den kann man bekommen, wenn man das Bundesliga-Tots gewinnt. Und wie ich ihn finde, sage ich euch jetzt. Sané kommt mit einem Tempo von 92 umher und diese 92 sind wirklich richtig, richtig krass. Man merkt auch schon die 92, wobei ich sagen muss, in manchen Situationen, ich weiß nicht, ob es einfach an mir lag, am Gegner oder sonst was, kam er mir nicht ganz so schnell vor, aber 90 mindestens. Also ist immer noch richtig, richtig schnell. Und ja, dann kommen wir auch mal zum Schuss. Der Schuss ist wirklich gut. Der Schuss ist richtig nice, besonders die Curve-Schüsse. Nur das Problem ist der Abschluss. Er hat nicht so einen guten Abschluss. Er hat nur 78 bei Finishing und das merkt man auch in relativ vielen Situationen ziemlich gut, dass der halt nicht so krass ist. Ja, Pass, 74 Pass auf der Karte reicht völlig aus. Der Pass ist richtig, richtig gut. Man kann damit echt viel anfangen. Das Dribbling mit 83 geht auch vollkommen klar, ist richtig, richtig gut. Der tänzelt ein bisschen rum, ja. Und ja, verteidigen, was soll man sagen, er ist ein Winger, was will er verteidigen, ne? Verteidigen, ja, was soll man da erwarten? So lala, ne? Er ist 1,83, allerdings ist er trotzdem nicht so gut, wenn es um den Kopfball geht. Denn Springen geht zu 75 Ingame-Werte und Präzision 82, das geht auch noch klar. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass er relativ selten Kopfballduell gewinnt. Ja, also wirklich nicht so oft, deswegen so lala Kopfball. Jetzt kommen wir auch zu den Freistößen. Ja, die Freistöße. Ganz einfach, die sind scheiße. Das muss man einfach so sagen. In-Game-Stat bei Freistoß ist 67 und das merkt man einfach total. Freistöße sind eine totale Glückssache. Bei Präzision hat er, glaube ich, auch 67 oder so. Auf jeden Fall, die sind echt nicht gut. Ich würde euch nicht empfehlen, mit den Freistößen zu schießen. Das geht in die Hose, Jungs. Stärke. Was ist mit der Stärke? Die Stärke ist wirklich solide. Er hat In-Game 68 Stärke, ist jetzt nicht der krasseste Wert, aber trotzdem, damit kann man schon was anfangen. Also Stärke, er setzt sich auch in der einen oder anderen Situation durch, ist jetzt nicht irgendwie ein Ibra, der da jeden mit einem kleinen Finger wegdrückt oder so, aber das geht ganz schön klar. Und zu guter Letzt komme ich jetzt noch zu der Ausdauer. Die Ausdauer war wirklich gut, hat mir sehr gut gefallen. Er hat in seinen Ingame-Werten 79 bei Ausdauer und das hat man natürlich gemerkt. Ich fand, er war sogar noch besser, weil schon am Ende des Spiels, gerade bei FIFA 16, merkt man bei ziemlich vielen Spielern, wie K.O. die sind und Sané konnte einfach noch laufen und das heißt für mich schon, dass das schon mal richtig gut bei ihm ist. Was ich noch ganz vergessen habe zu erzählen ist, dass Sané natürlich 3 Sterne Skills hat, 4 Sterne Weakfoot und sein starker Fuß links. Bei dem Tempo würde ich ihm jetzt 9 von 10 Punkten geben. Der Schuss kriegt 7 von 10 Punkte. Pass 8 von 10 Punkte. Dribbling 7 von 10 Punkte. Verteidigen, weil es natürlich ein Angreifer ist, was will man da erwarten, 4 von 10 Punkte. Und die Physis kriegt aufgrund der Ausdauer, weil die mir so gut gefallen hat, nochmal 7 von 10 Punkte. Und damit komme ich laut dieser Wertung auf einen Durchschnitt von 7 Punkten. Allerdings ist 7 nicht meine Gesamtwertung. Man muss dazu überlegen, er hat noch Weakfoot bei 7, Skill Moves 3, was das wirklich schon mal so ein bisschen, ja, ich hasse Spieler, die 3 Sterne Skill Moves haben. Allerdings, ich will es jetzt nicht als Negativpunkt sehen. 4 Sterne wären einfach besser, 3 Sterne sag ich nicht, 2 Sterne wären garantiert ein Minuspunkt. Allerdings belasse ich es jetzt da bei den 3 Sternen als ist okay. Und bei den 4 Sternen Weakfoot würde ich nochmal sagen, top. Also, ja, bei meiner Gesamtwertung, ich muss sagen, ich habe mich wirklich schwer getan, als ich Sané gespielt habe. Er hat nicht immer das gemacht, was ich wollte. Aber letztendlich, man muss ja auch noch sagen, er ist kostenlos, wenn man das Turnier gewinnt. Daher kriegt er von mir eine Gesamtbewertung von 7,5. Also er ist wirklich kein schlechter. Probiert ihn einfach aus, wenn er das Turnier spielt. Ja, also 7,5. Mehr kann ich nicht geben, mehr will ich nicht geben. Ist wirklich verdient, aber 7,5. Das sag ich. Okay, das war's dann von mir. Wieder mal ein paar Versprecher dabei nach langer Zeit. Aber egal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Reborn XHD. Peace out.